Hallo zusammen, ich grüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe wieder eine Degusta-Box für euch und zwar die des März. Ich glaube, dass es die vom März ist. Und, ja, es ist März, also muss es die vom März, muss es die vom März sein. Und wir schauen sie uns zusammen an. Sie ist sehr schwer, weswegen ich auf Goldbarren tippe oder Getränke. Ja, also drückt mir die Daumen, dass die Degusta-Box mir heute gönnt und Goldbarren drin sind. Und nein, es können nicht möglicherweise Goldbarren in dieser Box sein. Nicht, dass ihr sie jetzt deswegen bestellt. Denn wenn ihr das wollt, könnt ihr in der Beschreibung gucken. Da gibt es einen Link. Könnt ihr auch was sparen. Ach ja, und es soll ja auch eine Cold-Box kommen. Ach geil. Solche Kühlboxen sind eigentlich immer ziemlich cool. Also ich darf aber nicht drauf gucken, genau was drin ist. Sonst spoilere ich mich schon. Deswegen schauen wir. Letzten Monat gab es keine. Glaube ich zumindest. Ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht warum. Ich kriege das von Degusta zugeschickt. Ja, sei an dieser Stelle gesagt. Irgendwie haben sie es letzten Monat nicht gemacht. Vielleicht war die Box kacke und sie haben sie mir mit Absicht nicht geschickt, weil sie wissen, dass ich dann dran rummotze. Wäre eine Möglichkeit, oder? Ich glaube aber nicht, weil die machen das irgendwie manuell. Das läuft nicht mal automatisch. Es fängt hier direkt mit etwas an, was ich nicht mag. Und zwar schwarzer Tee Earl Grey von Pukka in Elegant Earl Grey. Achtung! Erhebender Schwarztee. Soll das nicht eher erhabener Schwarztee heißen, wenn es Elegant heißt? Erhebender Schwarztee mit Bergamotte, Zitrone und Lavendel. Diese anspruchsvolle Mischung begeistert mit besten Bio-Schwarztees aus traditionsreichen Teegütern. Wusstet ihr eigentlich, dass jeder Tee auf dieser Welt aus einer einzigen Pflanze kommt? Grüner Tee ist das gleiche wie schwarzer Tee, nur dass schwarzer Tee fermentiert wird. Interessant, oder? Also wahrscheinlich gibt es auch nochmal kleinere Unterschiede, aber alles ist eine Pflanze eigentlich. Ja, okay, interessiert mich nicht. Dann geht's weiter, da wird sich die Anne freuen und ich ehrlich gesagt auch. Denn wohingegen von Mr. Brownie diese Vanille-Muffins oder was ich euch schon mal vorgestellt habe, einfach nur ekelhaft vanillig waren, sind die Brownies von denen pervers. Das ist das Geilste an Fertigsachen, was man kaufen kann. Da wollte ich auch mal ein Video zu machen. Das haben sie jetzt hier quasi eine Osteredition mit so Osterdingern obendrauf. Ich gehe mal stark davon aus, dass das Rezept des Kuchens an sich gleich sein wird, also des Teiges. Die sind fantastisch, die sind wirklich gut. Also wenn das die, wie gesagt, sind, ich gehe nur stark davon aus und dann ist das hier wirklich ein äußerst schmackhaftes Highlight. Dann haben wir von Ruf, die ja jetzt neuerdings auch mit Bruce Darnell überteuerte Kuchen in die TK-Regale bringen. Ich würde sie gerne für euch testen, nur ich bezahle nicht für einen kleinen furzigen Kuchen 8 Euro. Sehe ich nicht ein. Also wenn sie beim Angebot sind, dann vielleicht, weil ich wurde auch schon drum gebeten. Verstehe ich, ist auch interessant, aber ich bezahle nicht für so einen Kuchen 8 Euro. Hier, am Arsch, Alter, kann ich hier zur Konditorei gehen und kann mir da für 8 Euro 3 Stück Kuchen kaufen. Ist ja lächerlich. Wahrscheinlich nicht 3, aber 2. Nun denn, veganer Porridge nur kochendes Wasser zugeben, aka, Milch kann ja eh nicht rein. Sie haben hydrolysiertes Hafermehl zum Beispiel, Zartbitter, Schokoladentropfen, Haferflocken. Naja, okay. Ich würde eher sagen, macht vielleicht einen veganen Drink dazu, dann schmeckt sowas meistens besser als mit Wasser. Dann haben wir von Hela Tomatenketchup. Jo, interessiert mich jetzt nicht so sehr. Kann man aber machen. Werden ja oft gefragt, was machst du mit all den Sachen? Ich sag's an dieser Stelle nochmal, sowas hier geht zur Tafel dann, weil ich brauch nicht jeden Monat eine neue Ketchupflasche. Meistens kaufe ich mir auch einfach den Ketchup, den ich mag. Und so Sachen, das dann so verpackt ist und wir selber, auch das hier, wird auch zur Tafel gehen, bringe ich dann einfach regelmäßig zur Tafel. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Brauche ich es nicht kaufen. Und zwar die neuen Giotto Neapolitaner, die wohlgemerkt aus einem Viererpack gezogen sind, was man daran sieht, dass hier nichts aufgedruckt ist. Ja, sehr cool. Freue ich mich. Kommt in ein Video. Dann haben wir hier Fanta Zero Sugar. Wo ich mich jetzt gerade frage, gab es das nicht schon? Es ist jetzt neuer, unwiderstehlicher Geschmack. Ja, dann ist das natürlich legitim. Dann haben wir hier noch, sehr schön. Da freue ich mich. Von Dabo Zucker reduziert. Ein Drittel weniger Zucker mit 80% Fruchtanteil. Und schaut mal, könnt ihr sehen, das sieht wirklich nach mega viel Frucht aus. Kann man das sehen? Das ist so ein bisschen dunkel gerade, ne? Aber es sieht wirklich nach richtig viel Frucht aus. Marille, also Aprikose. Ne? Ich glaube, in Österreich heißt es ja Marille. Sehr schön.
Da freue ich mich auch. Da haben wir eine weitere Dose von Mutti, die Polpa-Datteltomaten. Im nächsten Einkaufsvideo, das heißt eigentlich vielleicht sogar eher im übernächsten oder überübernächsten Videos, ich habe schon 3 Einkaufsvideos fertig, werde ich euch etwas zu Mutti erzählen. Bei Edeka. Die haben schöne Sachen, aber bleibt gespannt. Es ist jetzt keine weltumspannende Verschwörung oder sowas. Foodspring, der Proteinbar Extra Chocolate in der Sorte Crispy Coconut. Finde ich auch ganz gut. 45 Gramm, ja, extra Chocolate, jetzt extra klein. 45 Gramm waren die nämlich nicht immer, die waren eigentlich eher 60 Gramm. Trotzdem an sich schön. Dann hier Just Spices, kann ich eigentlich auch nichts. Diese ganzen Gewürzmischungen finde ich Curry, Gewürzmischung für Curryhähnchen. Ja, okay, ne? Also praktisch sicherlich und weniger Arbeit als selber vielleicht Gewürze zusammenstellen, aber ich persönlich brauche sowas halt nicht, aber verkehrt ist das nicht. Kann man auf jeden Fall auch machen. Ah ja, oh, da ist jetzt noch eine Sache drin, die ich richtig geil finde. Allerdings ist das nicht das hier. Das ist die HSC leichte Orange. Und wisst ihr, warum es leicht ist? Weil man halt einfach Wasser reinmacht statt 100% Orangensaft. Dadurch hat es weniger Kalorien. Ach, ich freue mich so drauf. Ich muss nämlich ein Video machen, da kommt noch ein anderes HSC-Produkt vor, wo man sieht, sie verarschen uns von vorne bis hin. Vielleicht vielleicht meinen sie mit leicht Orange auch, dass es nicht so vielleicht bitter ist. Mit weniger Fruchtzucker. Alter, ihr seid solche Schweine, ganz ehrlich. Es ist weniger Fruchtzucker drin, weil weniger Orange drin ist. Oder gibt es eine Orange, die weniger Zucker hat? Da gehe ich mal ganz stark von aus, dass das nicht so ist. Dafür ist nämlich Aroma drin. Natürliches Aroma und Orangenaroma. So, hier steht nämlich jetzt Sternchen. Mit weniger Fruchtzucker und ohne Süßungsmittel. So, mit weniger Fruchtzucker, Sternchen, Sternchen. Wo sind jetzt hier Sternchen, Sternchen? Steht hier nicht. Weniger Fruchtzucker. Unsere leichte Orange enthält mindestens 30% weniger Zucker als andere Fruchtsaftgetränke ohne Süßungsmittel. Ja, weil weniger Orangensaft drin ist. Ich meine, möglicherweise haben sie eine Orangen... Also es ist halt auch weniger, es ist nur 60% Saft. So ein Beschiss. Ja, wie gesagt, es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass man eine Orangensorte hat, die weniger süß ist. Das gibt es sicherlich, ja. Ich bezweifle aber persönlich, dass das der Grund ist dafür. Oh, und da habe ich noch so ein HSC-Produkt. Ich wollte nämlich, ich habe es leider letztens vergessen, hatte ich vor im Supermarkt Sachen zu kaufen, so Kundenverarsche hoch 10. Diese HSC-Sachen, die sind wie geschaffen dafür. Und das hier finde ich sehr, sehr geil. Auch wenn es nicht das Kokosnusswasser ist, was ich einmal hatte, was das geilste aller Zeiten war. Da war nämlich mehr Fett drin, das ist jetzt hier nicht. Es ist trotzdem Kokosnusswasser, hoffentlich 100%, weil irgendwie, wenn ich den Nährwert hier sehe, dann, ah nee, doch, 13 Kilokalorien, dann ist es doch reines Kokosnusswasser. Und das mag ich manchmal ganz gerne. Es geht allerdings nichts, Leute. Bangkok. Sivadel Hotel, 5 Sterne. Ich am Pool, die Sonne scheint, ja. Und ich mit einer frischen Kokosnuss. Wirklich. Kokosnuss, die ihr hier bekommt, sind absoluter Scheiß, obwohl sie auch hier lecker sind, wenn sie so diese frischen Trinkkokosnuss, im Vergleich zu einer frischen Kokosnuss in Bangkok. Ich hatte auch eine mal später in einem Restaurant, die war, glaube ich, nicht mehr ganz so fresh. Da war der Laden aber schuld dran. Aber wenn du, ich hatte 2, 3 oder 4, ich habe mich ständig geholt, die kostet zwar auch ein bisschen im Hotel, ich glaube, ich 8 € für das Ding bezahlt. Oder 5 oder 8. Jedenfalls war das so unglaublich lecker. Also wenn ihr mal in Thailand seid, holt euch frische Trinkkokosnuss. Achtet darauf, dass Schnittflächen, dass die entweder frisch geschnitten wird, weil die werden ja, sind die eigentlich rund, dann werden die so geschnitten, dann aufgeschnitten, damit man dann so den Strohhalm reinmachen kann. Und manchmal sind die aber schon länger im Kühlregal. Und wenn diese Schnittflächen schon braun sind, dann vielleicht nicht, dann sind sie nicht, sind schon ein bisschen länger angeschnitten, wobei es wahrscheinlich relativ schnell geht. Worauf ich hinaus will, eine frische Kokosnuss dort irgendwo aus der Region vom Baum, ey, absolutes Nonplusultra. Ja, und auch diese Box, ich würde sagen, sie ist ganz gut. Die Highlights, wenn man es mag, das hier, für mich persönlich das hier und die Giotto. Also ich muss sagen, ich bin zufrieden. Wenn ihr zufrieden seid, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Wie gesagt, Box ausprobieren könnt ihr in der Beschreibung. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und ciao.